So, mit der neuen Wunderaxt im Gepäck mache ich mich auf zu einer gegnerischen Basis, um sie dem Erdboden gleichzumachen. Dabei unterstützt werde ich von einem Mann namens Corleonis, der mich auch schon auf das Grab mit der magischen Waffe aufmerksam machte. Nachdem ich mich durch zahllose Roboter durchgeschnetzelt habe, scheine ich tatsächlich endlich so etwas wie einen echten Gegenspieler und Bösewicht zu treffen. Stay right where you are! Well, well, if it isn't Cor the Immortal. So, you survived the Citadel. But you won't survive what I have in store for you. It's past time your legend came to an end. Warte, Cor the Immortal? Woher der Spitzname? Und ihr kennt euch schon? Was ist die Citadel? Und wer bist du überhaupt? Ah, egal. Du heißt Loki, du wirst schon irgendwie wichtig sein. Ich bekämpfe dich jetzt erstmal und dann kannst du mich in einer danach startenden Cutscene trotzdem besiegen und dann jage ich dich durch die ganze Welt und... No! No! Glory! Yeah! To the Empire! Hell yeah! Oh. Oder du explodierst einfach. Oh, und Cor geht jetzt auch wieder nach Hause? Was? Hallo? Hallo? Kann mir einmal jemand kurz die Geschichte hier erklären? Ja, Loki und Cor verbildlichen leider perfekt die Qualität des Storytellings zu diesem Zeitpunkt. Eine Handlung mit echtem Spannungsbogen oder einzelnen Gegenspielern gibt es auch nach 2 Kapiteln und 5 Stunden Spielzeit noch nicht. Stattdessen werden hier und da einzelne Figuren und Begriffe eingeworfen, ohne mir aber genauer erklärt zu werden. Wenn Noctis und Co. das erste Mal auf Cor treffen, gibt's für den Charakter keinerlei Einführung. Null. Marshal. At last, Your Highness. Yeah. Wanna tell me what I'm here for? The power of kings passed from the old to the new through the bonding of souls. Wenn die kurze Einbindung des Namens nicht wäre, könnte man glatt meinen, ich hätte mit der Figur schon mehrere Stunden verbracht und müsste sie schon längst kennen. Ich habe sowohl den Film als auch den Anime gesehen und habe trotzdem das Gefühl, dass ich nur einen Bruchteil der sowieso schon kaum existierenden Geschichte komplett nachvollziehen kann. Die Welt von Eos, ihre Göttermythologie, ihre Völker, nichts davon wird eingeführt. Stattdessen erwartet das Spiel von mir, dass ich mir diese Informationen aus externen Quellen besorge. Tatsächlich gibt's im Tutorialraum eine Handvoll Bilder, anhand derer ich stichpunktartig und auf die Schnelle über das Nötigste informiert werde, aber das wirkt mehr wie eine panische Entschuldigung für das fehlende Storytelling als wie ein Ersatz. Genauso wie diese 60-sekündige Zwischensequenz, in der drei völlig fremde Typen über einen Ring und Kristall schwadronieren. Eluna Freya has absconded with it. Find and kill her. The ring is the final piece. We may do well to take her alive. The Six wield power beyond our imagination. The Oracle holds the key for the King. Dank Kingsglaive weiß ich, was es mit diesen beiden Objekten auf sich hat. Ohne das Vorwissen des Films hätten sie aber stattdessen auch das hier sagen können und ich hätte genauso viel verstanden. Umpel die Dumpel, Dumpel kadumpel, Numpel zumpel. Dumpel die Dumpel, die Wumpel kadumpel, Nombel dombel dombel, Kommel dombel, Rommel dombel, Giga Vilubi. Kami kaso nemi kala, Kalle galle galliko, Ramba zamba, Zumbi dumbel, Kentikato, Vikoda, Han Solo. Nun ja, ich habe jetzt schon gefühlt mehr Zeit mit der Geschichte und den Charakteren verbracht als das Spiel selbst und deshalb will ich da auch gar nicht allzu lange drauf rumreiten jetzt in dieser Folge, obwohl es mich wirklich stört. Dass sich das nämlich nicht so schnell ändern wird, das verspricht allein schon der Titel des dritten Kapitels, The Open World. Das dritte Kapitel besteht eigentlich nur aus einer Autofahrt in die erste Stadt des Spiels, Celestalum, und einem einzelnen Dungeon. Das dauert etwa eine Stunde. Ich habe mir aber ein Beispiel an dem Kapitelnamen genommen und stattdessen 5 Stunden mit der Erkundung der Welt und dem Absolvieren zahlreicher Nebenquests in diesem Kapitel verbracht. Das soll der Fokus dieses Tagebucheintrags sein, damit ich mich dann in den folgenden Beiträgen ein bisschen mehr auf die Geschichte und die Hauptmission konzentrieren kann. Als ich das erste Mal Richtung Lestalum fahre, die öde Tundra von Leyde verlasse und stattdessen diesen Ausblick hier genießen darf, kann ich es wirklich kaum erwarten, Duskai, so der Name dieser gräsernen Weiten, zu erkunden.
Die seltsamen Steinformationen und leuchtenden Kristalle inmitten eines riesigen Meteorkraters erinnern stark an die wunderhübsche Spielwelt von Xenoblade Chronicles X. Langsam aber sicher habe ich auch den Dreh aus dem Kampfsystem raus. Kämpfe gegen mehr als 3 Gegner gleichzeitig sind dank den bereits erklärten Problemen mit der Steuerung der Kamera noch immer mehr blindes Rumgedrücke als alles andere. Aber gegen einzelne Monster weiß ich mich nun ziemlich gut zu erwehren. Ich lege einen viel größeren Fokus darauf, Feinde nun bewusst von hinten zu treffen, um dank Blindzeit-Bonus einen Schadenmultiplikator zu erlangen und mit etwas Glück sogar gleichzeitig eine verdammt coole Koop-Attacke mit einem meiner 3 Freunde auszuführen. Geile Spielwelt, vielversprechendes Kampfsystem, da kann noch eigentlich nichts mehr schief gehen. Leider muss ich mir aber nach ein paar Stunden eingestehen, dass mir das Erkunden dieser Welt keinen echten Spaß macht, weil es kaum etwas zu entdecken gibt. Ich habe bisher nur eine einzige Waffe in der offenen Welt gefunden und die lag einfach nur random neben irgendeinem See, markiert als Schatzsymbol auf meiner Karte. Stattdessen schaue ich in jedem neuen Kapitel einmal in den Waffenshop und rüste mich dort mit den neu erhältlichen besten Waffen aus. Auch Outfits oder sonstige Ausrüstung gibt's nicht zu finden, das höchste der Gefühle sind Final Fantasy typische Accessoires, die etwa meine Lebensenergie oder Stärke erhöhen. Auch die Sidequests helfen hier so gar nicht, ganz im Gegenteil. Mit ganz wenigen Ausnahmen besteht jede einzelne Sidequest daraus, entweder ein bestimmtes Monster zu töten oder einen Gegenstand aufzuheben. Eine der ersten Nebenaufgaben überhaupt gibt da wunderbar den Ton vor. Ein Restaurantbesitzer hat gehört, dass ich ein bisschen Beschäftigung gebrauchen könnte, weil, hey, mein Vater ist gestorben und mein Königreich wurde überrannt, aber hey, keine große Sache. Also gibt er mir die spektakuläre Aufgabe, 3 Minuten die Straße runterzufahren und im nächsten Shop eine Tomate zu kaufen. Ich spiele den Prinzen eines soeben überrannten Königreiches mit magischen Superschwertern und muss Tomaten einkaufen gehen. Oder noch einen Edelstein für Journalisten-Schmuckverkäufer Dino aufheben. Oder für den Tomaten mal Monster töten. Oder dieses Mal 3 Edelsteine für Dino aufheben. Bingo. Found one. Oh, this is it? Man, ore is a real bore. Oder Monster töten. Oder Essen von einem Van abholen. Oder 5 fucking Frösche finden, die nahezu unsichtbar sind und ich bin hier 10 Minuten lang im Kreis gerannt. Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Das große Problem ist, dass sich hinter diesen Sidequests noch nicht einmal interessante Dialoge oder Geschichten verbergen. Selbst wenn ich in The Witcher 3 spielmechanisch nur irgendwo hinrenne, einmal A drücke, um etwas aufzuheben und dann gegen einen Monster kämpfe, sind diese Begegnungen doch fast immer mit spannenden, einzigartigen Erzählungen oder Überraschungen verknüpft. Das ist in Final Fantasy XV einfach nicht der Fall. Stattdessen sagt mir ein NPC, dass er bitte ein Steak haben will, markiert mir auf der Map exakt den Punkt, wo das Steakmonster rumläuft, ich fahre mit der viel zu langsamen Karre dorthin, hau das Steakmonster um, bringe dem NPC das Steak, der nun ein zweites, viel besseres Steak von mir haben will und der Kreislauf beginnt von neuem. Keine einzigartigen Dungeons, keine neuen Monster, keine interessanten Geschichten oder Figuren, keine guten Belohnungen. Die Sidequests sind allerbilligste, völlig beliebig in der offenen Welt platzierte Ramschware, die so auch in jedes Südkorea-Free-to-Play-MMO passen würde. Genauso wie auch die zweite Art von optionalen Aufgaben, die bereits erwähnten Bounty Hunts. Denn auch dort mache ich nichts anderes, als zum vorgegebenen Punkt zu rennen, das vorgegebene Monster zu erledigen und wieder zurückzurennen ohne großen Kontext. Im Gegensatz zu den Sidequests kann ich zudem immer nur eine Bounty Hunt gleichzeitig aktivieren, wodurch ich mehr Zeit damit verbrachte, hin und her zu fahren, als tatsächlich zu kämpfen. Und wo ich gerade schon einmal beim Meckern bin, das Fahren des Autos, also die meistgenutzte Möglichkeit, um von A nach B zu reisen, macht nicht nur keinen Spaß, sondern ist eine geradezu provozierend langweilige Zeitverschwendung. In jedem anderen Rollenspiel ist die Reise von A nach B selbst ein Abenteuer. Ich laufe durch mir unbekannte Gebiete, entdecke Dörfer, Monster, Sidequests, Dungeons oder Ausrüstung. In Final Fantasy XV dagegen fahre ich im Schritttempo eine Straße entlang.
Ich halte R2 hier übrigens tatsächlich komplett gedrückt. Das ist die Maximalgeschwindigkeit. Noch immer kann ich keinen Zentimeter von der Straße abweichen. Kommt eine Kreuzung, bremst Noctis automatisch ab. Gebe ich aus dem Stand Vollgas, fährt Noctis trotzdem langsam wie meine vor 25 Jahren verstorbene Urgroßoma an. Square Enix macht es mir damit nicht nur unmöglich, tatsächlich irgendwas Spannendes bei der Erkundung der Welt zu finden, sondern zwingt mich bis zur Freischaltung des Schnellreise-Features nach dem ersten Besuch eines Parkplatzes dazu, teils minutenlang dabei zuzugucken, wie nichts auf dem Bildschirm passiert. Ja, ich kann mir dabei Final Fantasy Musik anhören. Ja, die Spielwelt ist wunderschön, aber das hat den Unterhaltungswert eines vertonten Bildschirmschoners, nicht eines der meist erwartesten Rollenspiele aller Zeiten. Glücklicherweise schalte ich schon bald die Möglichkeit frei, mir für einen geringen Preis Chocobos zu mieten, um mit ihnen auch abseits der Straßen die Welt zu erkunden. Und dann fällt mir ein, dass es abseits der immer gleichen auf der Karte markierten Sidequests ja leider auch ohne Bindung an die Straße noch immer nichts zu entdecken gibt. Ich verliere mich nicht in der Welt von Final Fantasy XV. Ich erkunde nicht, sondern ich renne immer nur von A nach B. Einmal habe ich dabei ungeplant einen Angler gefunden, der mir eine neue Sidequest gab, wo ich mal zur Abwechslung nicht zu einem vorgegebenen Punkt rennen sollte, um dort irgendwas aufzuheben oder zu töten, sondern, naja, ich sollte ihm alten Fisch angeln. Es ist nun auch nichts Sensationelles, aber es war ein unerwartetes Aufeinandertreffen in der Wildnis, eine Entdeckung. Und von denen gibt es in dieser offenen Welt leider viel zu wenig. Sie ist vollgestopft mit zahllosen Auftraggebern, aber keinem einzigen echten Charakter oder Abenteuer. Die ausdrückliche Ausnahme ist da die Dead Eye Quest, die auch schon in der Duskaya-Demo spielbar war und die so nahezu unverändert auch im Hauptspiel vorkommt. Ich möchte die Welt so gerne erkunden und mich an den teils wunderschönen Umgebungen, den einzigartigen Monster-Designs oder den immer wieder wunderschönen Soundtrack erfreuen, aber ohne jeden Kontext oder spielerisches Fundament wirken diese Features auf mich wie kaum mehr als eine wunderhübsche Tapete, die mich nur von den schimmeligen Wänden dahinter ablenken soll. Okay, das war jetzt alles eher weniger positiv, deswegen zur Aufmunterung das hier. Wir sehen uns dann wieder bei Folge 3, wenn wir mit den Hauptmissionen weitermachen und unsere ersten Götterfiguren bekämpfen. Wow, she's a big deal. You sure don't get that impression. Hey, Nat? Yeah? I'm pretty beat. Can we call it a night and head for the hotel? No time to stop. We keep moving. Seriously? When will it end? Ignis, pull over a sec. Certainly. It should be a nice change of pace.